Also wir haben jetzt natürlich verschiedene Möglichkeiten, Sektoren hier zu analysieren oder Werte, die jetzt besonders gut aus einzelnen Indizes und Sektoren gelaufen sind. Und möchte mal zwei Beispiele bringen, einmal für eine Analyse aus einem bestimmten Sektor und einmal eine Analyse für einen bestimmten Index. Da können wir als Beispiel den S&P 500 nehmen, da wir da auch hauptsächlich drauf arbeiten und dort mal die Werte rausfiltern wollen, die jetzt im Vergleich zum Gesamtmarkt dementsprechend gut gelaufen sind. Dazu legen wir einen neuen Scan an über Insert. Nennen das Ganze Sektorenauswahl. Kann man natürlich auf jeden beliebigen Sektor dann auch so durchführen. Wichtig ist halt hier, das erste Kriterium beim Scan, die Auswahl der Werte. Hier müssen wir natürlich ganz klar jetzt nicht auf alle Aktien gehen, sondern in der Form dann nur auf einen bestimmten Wert, das heißt, oder bestimmten Bereich. Das ist bei Sektoren immer in die Reuters-Simple-List. Da ist das Ganze nach Industriezweigen sortiert. Und vielleicht mal ganz interessant zu sehen, was wir im Financial-Sektor haben. Ist auch nochmal unterteilt in Versicherungen, auch regionale Banken, da haben wir die meisten Titel drin. Nehmen wir mal diese Auswahl, 677 Stück. Jetzt würde ich natürlich hier auch das übliche Preisauswahl, dass man nur Werte in einem bestimmten Niveau hat, größer als 2 Dollar. Und in dem Fall dann kleiner als 100. Sollte natürlich auch nach wie vor, das können Sie alles anpassen, auch ein gewisses Volumen haben, dass wir da gleich eine Vorselektion durchführen. Dann nehmen wir den Volumendurchschnitt. Dann nehmen wir kleiner als, größer müssen wir natürlich nehmen, 1 Million. Und jetzt das wichtigste Kriterium, was im Endeffekt die Performance anbelangt, jetzt im letzten Monat. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, wir können im Bereich Price nach Net Percent Change auf 4 Wochen, das wäre jetzt so die monatliche Veränderung, oder auf 10 Tage. Das wäre eine Möglichkeit. Oder wir gehen direkt in die Indikatoren rein und nehmen hier Net Prozent Change, müsste hier auch mit drin sein. Da haben wir erstmal nur Prozent Change. Kleinen Moment, ich glaube, ich habe das sogar noch einen Indikator, den wir davon wenden können. Bleiben wir vielleicht bei dem ersten Kriterium, dass wir einfach hier oben die Veränderung von den letzten 10 Tagen nehmen. Und wir haben ja gesehen, dass das Ganze richtig stark nach unten gekommen ist. Wäre jetzt eine Möglichkeit zu sagen, wer hatte eine positive Performance in den letzten 10 Tagen, also über 0. Und das können Sie natürlich auch anpassen, wenn es zu viele Werte, zu wenige Werte sind. Mein der Financial-Sektor ist in den letzten Tagen trotz alledem, dass wir jetzt am Freitag und heute eine kleine Entspannung gesehen haben, immer noch insgesamt stark gefallen. Da kann man das natürlich auch nach unten korrigieren. Und ideal ist, wenn man sich die Sektoren oder auch die ETFs für die jeweiligen Sektoren raussucht, um da zu sehen, wie stark haben die performt und wer liegt denn über diesem Sektordurchschnitt, dass man da eine Benchmark hat, die man hier einträgt. Ansonsten kann man das auch sukzessive dann erhöhen oder natürlich nach unten korrigieren. Lassen wir es in der Form einmal durchlaufen. Und da sehen wir jetzt, das sind 15 Werte, die vom Last-Kurs erstmal zwischen 2 und 100 Dollar liegen. Das ist das, was wir in der Form hier sehen. Dann das Volumenkriterium erfüllen und ganz wichtig die
prozentuale Veränderung. Und es sind doch einige dabei, die den Markt richtig ausperformt haben. Es sind natürlich auch kleinere Titel. Und die können wir jetzt in der Form einfach mal anklicken und uns die einzelnen Titel anschauen oder sie übertragen die dann in den Radarscreen. Also sehen wir nach dem Tiefkurs, den dieser Titel hier Mitte, Ende Januar hatte, eigentlich im Februar schon wieder eine ganz gute Bewegung, heute schon den Ausbruch über die letzten Hochkurse geschafft hat. Und so finden Sie natürlich Werte heraus, die dann in dem Form insgesamt natürlich auch, wenn der das gesamte Segment, der gesamte Sektor zum Turnaround kommt, dann auch weiter diesen outperformen wird. Ganz interessant, was hier bei dem Wert auffällt, am Freitag schon das hohe Call-Volumen, heute nochmal mit 4,5% im Plus. Und solche Werte kann man sich dann einfach auch einzeln rauspicken und in den Radarscreen mit übertragen, in die Beobachtungslisten, um so diese Titel, die man vielleicht potenziell dann, wenn sich das Ganze verfestigt, was den Turnaround anbelangt, dann auch mit ins Depot aufnimmt. Und das funktioniert wie folgt. Wir können das auch hier mal durchführen. Einfach das Ganze kopieren. Dann nehme ich das mal mit in die Positionen auf. Können wir uns den einen oder anderen Wert dann morgen auch noch einmal im Detail anschauen. Und das gleiche natürlich jetzt für jedes andere Segment. Öl und Gas, denke ich, ist interessant. Rohstoffe sehen wir ja schon so einen leichten Turnaround. Das heißt, das können Sie schlussendlich für jeden Bereich dann in der Form durchführen. Da ich das Ganze aufgezeichnet habe, können Sie sich in der Form das auch noch einmal ganz in Ruhe anschauen. Ich möchte jetzt natürlich das Ganze auch noch für einen Index durchführen. Und zwar, wie gesagt, Outperformer S&P 500, größte und liquideste Index. Hier gehen wir dann nicht auf die Reuters Simple List, sondern wir gehen direkt in Exchanges. Nee, Entschuldigung, Customer Symbol List war es auch nicht. Jetzt muss ich schon kurz schauen. Das war Exchanges Indexes. Ah, TradeStation Symbol List natürlich. TradeStation Symbol List, Index Components und dann haben wir S&P 500. Also TradeStation Symbol List, dann Indexes, Index Components und dann S&P 500. Aktuell 502 Titel gelistet, da ist noch eins der Index selber. Also sind es 501 Aktie, die momentan hier enthalten sind. Kriterien sind jetzt genau die gleichen, macht das jetzt nochmal etwas schneller. Also der Last größer als 2. Wobei ich glaube, das sind wenige dabei, die das nicht erfüllen. Und kleiner als 100, das wird schon die Selektion etwas stärker reduzieren. Und das nächste wäre dann in der Form Volumen. Ja, also die Werte, weil die Frage gerade kam, habe ich rauskopiert aus dem Scanner und dann in den Radarscreen eingefügt. Sie haben ja da verschiedene Beispiellisten. Ich denke, das Ideale ist, wenn man jetzt diesen Radarscreen nimmt, ich zeige es dann gleich mal, dass man es auf die rechte Seite oder linke Seite, je nachdem, wo die Aktien jetzt enthalten sind, dort mit reinkopiert. Zeige ich gleich nochmal im Anschluss, mache erstmal diesen Scan noch fertig. Volumen, auch hier der Durchschnitt über 1 Million, was die letzten 10 Tage anbelangt. Und dann haben wir hier das Gleiche, wir wollen Net Prozent Change der letzten 10 Tage. Markt ist in den letzten 10 Tagen immer noch insgesamt gesehen gefallen. Sagen wir mal, dass die, hier können wir ruhig etwas nach oben gehen, über 1% gestiegen sind.
und dann lassen wir das Ganze durchlaufen. Ja, da haben wir natürlich relativ viele Werte, aber auch hier das Ganze nochmal zu selektieren nach den prozentualen Anstiegen. Auch hier der Blick ADT. Ja gut, das sind natürlich dann Werte mit Quartalszahlen. Ist die Frage, ob das dann Sinn macht, nach so großen Sprüngen, wie wir es jetzt bei ADT gesehen haben, die mit aufzunehmen. Man kann das auch nach oben begrenzen, dass ich sage, ich will jetzt keine Werte haben, die, was hattet ihr als Beispiel, jetzt über 30% gestiegen sind. Das werden höchstwahrscheinlich einige Titel, auch wenn wir uns Michael Kors anschauen, die natürlich hier einen Gap hatten mit den Quartalszahlen, wobei das ganz solide aussieht, dass vielleicht sogar das Ganze sich weiter nach oben fortsetzt. Minentitel wie NEM, also sehen schon einige Titel, die wir auch hier häufiger mit einer Beobachtung hatten. Alcoa sehe ich noch, Cisco, auch ein Wert der Quartalszahlen, sehr gute Quartalszahlen hatte. Und wenn Sie jetzt so etwas haben, wie wir es hier sehen, dass das Ganze mit 112 doch sehr viele Titel ist, dann geht man halt wieder über Format rein. Da sagen wir, okay, 1% ist natürlich etwas wenig. Nehmen wir 4%, nehmen das Ganze noch einmal hinzu als Kriterium. Price, Net Prozent Change, letzten 10 Tage. Können das natürlich auch ausbauen auf die letzten 4 Wochen, wie erwähnt. Sortiert das mal, was haben wir da so? Also unter 15%, da würden die ersten jetzt noch wegfallen, die ersten 5. Ja, da haben wir jetzt schon 48 Werte, sind immer noch einige. Auch viele bekannte. Dow Chemical sehe ich hier, Caterpillar, Alcoa jetzt ganz oben, Cisco, NTAP. Und die kann man sich in der Form auch UPS hier wieder rauskopieren. Und vielleicht habe ich das noch als Beispiel mit da. Dann kann ich Ihnen das mal zeigen. Also Sie können zum Beispiel auch die Vorlage nehmen, die ich Ihnen einmal zur Verfügung gestellt habe. Vorlage Aktienoption. Damals hatten wir MU hier eingetragen. Option muss man natürlich dann nochmal händisch raussuchen, aber dass man erstmal die Aktien hier rausnimmt, über Copy und Paste, dann in die Spalte Aktien. Und hier haben wir natürlich auch die Möglichkeit, diese Titel wieder auszuwählen, uns den Chart anzuschauen, ob jetzt nur den Chart Intraday und auf Tagesbasis. Wo wir schon sehen, ja, das ist natürlich hier in den letzten 10 Tagen gut gestiegen oder dann auch im Optionsbereich, wo sich bei Alcoa auch das Optionsvolumen auf der Call-Seite gerade recht gut entwickelt und somit kann man dann diese Titel auch täglich wieder neu analysieren, kann sich gewisse Marken eintragen über die Alarmfunktion, dass man sagt, okay, wenn das hier über die letzten Hochkurse kommt, dann kann ich mir vorstellen, hier eine Position mit zu eröffnen, so dass man halt diese Werte wirklich dann extern nochmal in der Liste mit enthalten hat, um das Ganze dementsprechend dann auch täglich mit beobachten zu können, ohne sich jetzt die Werte regelmäßig im Chart anzuschauen. Da geht es wirklich darum, diese Liste, diese 50 Werte, die es jetzt glaube ich waren, dann als Übersicht zu haben und das wirklich in der Form dann auch dementsprechend immer auswerten zu können. Und der andere Bereich wäre natürlich eins, das habe ich auch schon mal vorbereitet, dass man sich einfach schon eine Radarscreen anlegt. Entweder mit einem bestimmten Sektor, was wir aus der Reuters Symbolist finden, oder dann in der anderen Variante mit einem gewissen Index. Ich habe das jetzt mal mit einem Index hier vorbereitet, also mit den ganzen Werten des S&P 500. Da werden wir höchstwahrscheinlich jetzt die gleichen Werte sehen, die wir gerade eben im Scan erhalten haben. Weil das Tool nicht hat, ich habe das hier auf Monatsbasis eingestellt. Hier kann ich einfach auf Monatsbasis ganz interessant rausfiltern,
Was sind denn die Werte, die diesen Monat am stärksten gestiegen sind? Da sehen wir FCX mit 40%, ADT mit 35%, NEM, also all die Titel, die wir jetzt auch im Scan gesehen haben, bei den letzten 10 Tagen schon mit dabei waren, sind diesen Monat dementsprechend stark gestiegen. Wir sehen der S&P, auch ein kleines Stück größer, ist in der Form aktuell vom Open Kurs 1,6% immer noch im Minus, was jetzt seit Beginn Februar anbelangt, und das ist die Performance im aktuellen Monat. Wir können natürlich auch auf den vom vergangenen Monat schauen. Da hat der S&P ein Minus von 3,4% am Ende des Monats gehabt. Sehen ja auch schön im Vergleich, was hat das Ganze für eine Performance im letzten Monat vorzuweisen. Da war FCX mit minus 30% bei den größeren Verlierern dabei. Interessant ist hier so ein Titel wie dieser Minenwert NEM, der im letzten Monat auch schon mit 8% im Plus war. Und das kann ich rein theoretisch, das haben wir uns hier in der Form so programmiert, über die Inputs einstellen, dass ich auch über die Länge, über die letzten Monate hinausgehe. Das heißt, ich könnte das rein theoretisch jetzt für August 2015 analysieren oder auch für August 2014. Das muss ich dann einfach von den Monaten zurückrechnen. Wichtig ist, dass der Radarscreen hier in der Form auf Monatsbasis eingestellt ist. Und wer das benötigt, kann ich das dementsprechend auch zur Verfügung stellen. Wenn man jetzt statt auf einen gesamten Index diese Analyse durchführen will, sondern oder auf einen anderen Index, auf andere Werte, möchte ich das auch nochmal kurz zeigen. Das wäre wie folgt. Ich glaube, die Werte können wir hier nicht rauslöschen. Dass man einfach hergeht. Stellen wir uns jetzt vor, das ist ein leerer Radarscreen über Insert Symbol List. Dann statt den S&P 500 können Sie ja hier über Reuters Symbol List wieder die Industriezweige auswählen, was wir gerade eben bei den Banken getan haben, oder über TradeStation Symbol List. Hatte da einiges gehört, dass hier zum Beispiel, wo haben wir es? Hier sind auch nochmal Industriegruppen jetzt unterteilt. Das gab es, glaube ich, auch noch nicht allzu lang. Jetzt den Russell gar nicht, weil die Frage, glaube ich, auf den Russell 2000 kam. Aber der muss auf jeden Fall hier auch irgendwo in der Liste mit drin sein. Ansonsten kann man sich so eine Liste auch extern zusammenstellen. Macht zwar etwas mehr Arbeit, aber ja. Da können Sie, wie gesagt, nach den Industriezweigen einfach rechte Maustaste in das Symbolfeld Insert Symbol List können Sie dann auch die einzelnen Titel hier auswählen. Und das Tool macht es mir möglich, wirklich auch dann die letzten Monate zu schauen, welche Werte denn hier gut performt haben. Und für viele, die auch im Seminar mit dabei waren, jetzt vor 2, 3 Wochen war das, glaube ich, mal so eine Idee. Häufig sind ja auch die Werte, wenn wir uns mal hier anschauen, die im letzten Monat gut gelaufen sind. Macy's hält sich immer noch mit einem Plus von 0,6%, oder auch hier der Titel SE. Das war ja auch eine unserer Empfehlungen für den Energiesektor, die sich schon gut präsentiert haben im Januar. Waren bei den größten Gewinnern im Januar dabei mit 13,4%, 13,85%, und im aktuellen Monat mit 4,5%. Also das kann man natürlich mit diesem Tool sehr, sehr schön auswerten, und das gleiche natürlich auch auf der Verliererseite, um zu sehen, welche Werte ja, performen viel schlechter als der Gesamtmarkt. Und ideal ist es, entweder lädt man sich den Index oben rein. Beim S&P ist es einfach, da haben wir statt dem Index hier die SPY genommen. Aber ich kann das natürlich genauso für den Index durchführen. Da sind die Gaps dann nicht ganz mit berücksichtigt. Wir sehen es ja am Index, wird gleich im Anfang immer noch eine Kursfeststellung durchgeführt. Die SPY eröffnet meistens schon mit dem jeweiligen Gap, aber vom Prinzip, wenn ich jetzt den Index hier oben eintrage, ist es das gleiche Prinzip. Da sehen wir, wir hatten im Januar 4,8% und jetzt aktuell 2,3%. Aber das meine ich, das sind die Gaps, die wir bei der SPY sonst nicht mit haben, weil beim Index erinnern wir uns nochmal an den Januar zurück, haben wir ja gleich mit einem Gap nach unten eröffnet durch die Vorlagen aus China.
Und das wird natürlich beim Index dann immer noch mit abgebildet, weil er den Open-Kurs nimmt beim Index und bei der SPY ist das Gap gleich mit dem Preis eingerechnet. Deswegen nehme ich lieber die ETFs oben statt den Index selber. Aber prinzipiell als Benchmark sollte es das Gleiche sein, dass man hier dann auch auf diese Werte schauen kann.